So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir uns einen Orden erkämpft in der Schneckenarena und vorher hätten wir hier nicht vorbei passieren können. Das ist ein Kriecho-Orden, ihr seid Helden von Arena. Richten akzeptieren euch, na das freut uns doch ungemein, dass wir hier jetzt auch passieren dürfen. Eine Nuss, die freut uns auch sehr gerne. Und dann geht es hier hoch. Und ein alter Bekannter. Was denn hier schon wieder? Ich hab den schon zuerst gefunden. Das heißt nicht, dass du ihn stehen darfst. Ja, denkt ihr, könnt mich so leicht schlagen? Unterschätzt mich nicht nur, weil ich allein bin. Jetzt kommt mein stürmisches Solo-Debüt. Na dann, zeig mal, was du drauf hast oder eben nicht. Am liebsten eigentlich nicht. Gleich mal geklaut. Ist Dieb. Du blöder Dieb. Gucken wir mal gleich, ob wir ein paar Attacken machen können. Ja, hier auf jeden Fall. Ich muss mir das Timing nochmal ansehen. Es tut mir sehr leid, aber ich habe das Timing leider echt nicht mehr im Kopf. Okay, ja. Das ist in Ordnung so. Was tut der jetzt für einen Sack raus? Einen tollen großen Sack. Oh, das war fies. War jetzt sehr fies. Okay. Er wirft eigentlich nur in zwei verschiedenen Rhythmen, also halt entweder nach oben oder eben nicht. Ja, ist okay. Seine Brass-Attacke sollte ja relativ viel bringen eigentlich. Wenn man sie richtig einsetzt, sagte er. Ich habe zu früh gedrückt, ich weiß. Ich weiß. Ich sollte vielleicht auch mal die Hände gegen ihn ausprobieren, wie viel die bringt. Was? Hey, auf Zack. Vielleicht die Nüsse mal einsetzen? Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Und beide ein bisschen geschwächt. So, ich wollte die Hand einsetzen. Mal gucken, ob die Elektrohand ein bisschen was bringt. Naja, ist okay. Ist okay, denke ich. Sache ist, der hat halt auch immer noch seinen Pilz, ne? Oder unseren Pilz, besser gesagt. Was mich ein bisschen nervt. Aber okay. Mal die Donnerbrüder einsetzen, würde ich sagen. Hab ich die überhaupt schon mal eingesetzt? Ich weiß, ich wüsste. Ah doch, doch haben wir auch schon mal eingesetzt. Aber da klappt das Timing irgendwie bei mir immer nicht so ganz, wie ich gern hätte. Stattdessen machen wir nochmal die Hackerbrüder. Hat das Timing eigentlich eine Zeit lang mal ganz. Oh, das war ein schöner Schaden. Das war ein sehr schöner Schaden. Den müssen wir nochmal nutzen. Haben wir ihn auch gut geschwächt gerade? Ja, jetzt kriegen wir ihn auch ganz gut. Jetzt hat er, glaube ich, ganz gut Damage gefressen. Ja, schaut euch das mal an. Wie schön das aussehen kann hier mit der. Mit der richtigen Power. Wenn man nicht nur ein, zwei Schaden machen. So, jetzt nur über von seinem. Scheiße. Seine Bomben aufpassen. Und nach Möglichkeit seine Pilze einsacken, also seine guten Pilze. Ja, man sieht's doch eigentlich schon. Ich muss halt nur die Augen aufmachen. Ja, mit Mario setze ich jetzt auf jeden Fall die Hackebrüder nochmal ein und mit Luigi wird dann geheilt. So viel steht ja fest. Mit Louis wird dann geheilt. Ich dachte, das zählt für beide. Schade eigentlich. Ja, dann halt erstmal nur Louis heilen. Schade, Schokolade. Ich dachte, das zählt für beide. Okay. Das hat alles gut geklappt. Schön das sein kann, wie schön das aussieht, ne? Wie schön das aussieht mit richtigen Attacken. Wenn man doch nicht nur ein oder zwei Schaden macht. Weiter geht's mit den Hackerbrüdern. Immer wieder die Brüderattacken rausholen. Jetzt macht er aber wenig Schaden. Warum auch immer. Verstehe ich jetzt nicht. Warum auf einmal wieder weniger Schaden macht. Das verstehe ich ja nun nicht.
warum das auf einmal nicht mehr geschwächt ist. Da müssen wir ihn... okay. Nicht geklappt, schade eigentlich. Aber halb so wild. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch ein bisschen Zeit für diesen Part noch mitgebracht, nicht wahr? Boah, keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr so schön war, aber ist auch egal. Hat ja trotzdem alles geklappt. Brüderpunkte bei Mario mal erhöhen. Hat er doch jetzt mehr vermehrt auf Brüderattacken, was ja gar nicht so verkehrt ist. Und was erhöhen wir bei Louis? Brüderattacken hat er eigentlich genug. Und ein bisschen HP erhöhen. Ich denke, das passt bei Louis auch ganz gut. Boah, wunderschön. Und die Stern, das Sternbogenfragment gehört uns. Wundervoll. Du hast ein Sternbogenfragment. Damit hast du alle 4 Sternbogenfragmente. Auf nach Schloss Bonia. Du wieder verloren, aber beim nächsten Mal. Es wird kein nächstes Mal geben. Piesel dich. Und sie sind. Guten Tag. Ich möchte ihnen nicht zu nahe treten, von daher lassen wir es einfach bleiben. Und dann speichern wir und suchen das Schloss auf. Würde ich sagen. Würde ich einfach mal so sagen. Ich glaube, dann schreiten wir schon mit großen Schritten Richtung Finale vor. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, aber ich habe mich ja ein bisschen belesen. Und in meinen Belesungen würde ich behaupten, dass wir langsam in Richtung des Finales vordringen. Kann mich aber auch vollkommen täuschen. Und das ist vollkommen falsch, was ich mich da belesen habe. So, wo waren die Röhre? Irgendwo hier war auch eine Röhre. Komme ich da jetzt hier hin oder bin ich da jetzt schon dran vorbei? Ist die große Frage, ne? Bin ich da schon dran vorbei oder komme ich hier jetzt raus an der Röhre? Da bin ich auf jeden Fall falsch. So viel kann ich sagen. Aber in diesem Wald laufe ich mich nun mal gerne. Wie man hier auch nochmal deutlich zu erkennen weiß. Aber hier oben ist es, ne? Nein, auch nicht. Wo ist denn diese scheiß Röhre? Karte? Achso, die ist weiter unten. Hahaha. Ich bin ja ein Held. Na, mal gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe, wa? Mal gut, dass ich nochmal drauf geguckt habe, bevor ich ja endlos lange weitergehe. Da muss die ja hier irgendwo bald kommen. Ein theoretisch. Oben, wa? Ja. Da oben wird sie sein. Yes. Na doch. Das Bonia haben wir ja auf jeden Fall im Teleportpunkt. Das ist das Gute. Das ist das Schöne und Gute daran. Und dann geht es jetzt in Richtung des Schlosses. Wir speichern mal ab. Wer weiß, was uns im Schloss erwartet. Das weiß immer keiner, ne? Das weiß immer keiner, was uns da erwarten könnte. Von daher, abspeichern und auf der sicheren Seite sein, das klingt immer gut. Das klingt doch immer gut. Schauen wir mal, was uns erwarten könnte. Servus. Muss ich denn überhaupt hin? Wahrscheinlich irgendwo in die Mitte. Einfach einmal quer durchgehen. Richtig, richtig. Die Sternbohne lebt wieder. Du erhältst die Sternbohne. Damit ist die Sternbohne wieder im ursprünglichen Zustand. Und schon wieder eine Nachricht von Bowser Miller. Über den Game Boy Advance, natürlich. Gute Arbeit. Jetzt werden die rote und die grüne Mütze mir die Sternbohne bringen. Das war zu viel. Warte, Witztemperamente des Ozeans. Über den Meeresgrund kommt ihr nicht zum Witztempel. Ihr müsst erst lernen, euch an der Wasseroberfläche zu bewegen. Und verliert unterwegs nicht die Sternbohne. Aber sie will doch Peach Stimme benutzen, um die Sternbohne zu wecken. Wir können nicht erwarten, dass sie uns Peach zurückgibt, wenn sie die Sternbohne hat. Das stimmt auch wieder. Nein, nein. Sei dumm besorgt, wir werden ihnen das hier unterjubeln. Oha, eine Imitat der echten Sternbohne durchtrieben. Jetzt ein Sternbohnen-Imitat. Bringt der Prinzessin auch Kleider zum Wechseln. Ich hatte die Prinzessin sich auf der Flucht ihre Leibwäsche beschmutzt. Oh, allein der Gedanke, ich ertrage es nicht. Bringt der Prinzessin diese Kleider und sagt ihr einen Gruß von mir.
Jetzt Peach Slider. Oh, Wahnsinn. Umweltstempel kommt ihr nur, indem ihr über das Meer reist. Geht erstmal zum Strand, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Im Strand gibt es Orte, an denen man früher surfen konnte. Vielleicht findet ihr dort einen Weg über das Meer. Also Mario Luigi, alles wie geplant. Das hatte ich fast vergessen. Ich habe die Sternbohnerteile vor mir gefunden, also gibt es wie versprochen 999.999 Pilzmünzen. Ja Mensch. Nach dem aktuellen Tageskurs sind, na Leute, 99 Bohnentaler. Wow, Wahnsinn. Ich bin ja super begeistert. Das ist ja grandios. Ich hätte mir nichts Besseres erträumen können als 99 Bohnentaler, die ich in diesem Land wunderbar ausgeben kann. Hat mich gefreut. Naja, ist auch egal. Ne? So, ich weiß gar nicht, ob wir ein Teleport und am Strand haben, rein theoretisch. Der Strand überhaupt. Strand ist das oben, oder? Der Strand, dieser obere Bereich, ja, oder? Oder was ist der Strand nochmal gewesen? Keine Ahnung mehr. So lange ist es noch gar nicht her, aber ich habe keine Ahnung mehr. So, haben wir neue Kleidung vielleicht? Promi-Kleidung. Vielleicht ein paar schöne, schnieke Hosen. Mamek-Chinos. Ja. Eine Verteidigung. Weil ich auch gerne auf den Angriff geben würde, rein theoretisch. Mellerhose. Mellerhose. Gar nicht so verkehrt, oder? 90. Ja, gut. Bei Luigi wäre auch noch was, wa? Ja, komm. Was soll denn der Geiz? Und dann gibt's die Marmella-Hose für Luigi. Und dann passt das schon. Das passt schon. Denke ich mal, ein bisschen was für die Verteidigung tun. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. So, und dann suchen wir mal den Strand auf, denke ich. Wenn ich denn jetzt wieder rausfinde aus der Stadt, ist ja, da ist doch die Brücke. Mach die Augen auf, Lasti. Mach die Augen auf und halte Goschen. So, wo ist dieser Scheißstrand wieder? Der müsste eigentlich, wenn mir nicht alles täuscht, irgendwo im Westen sein, ne? Wenn mir nicht komplett alles täuscht, aber manchmal täuscht mich auch komplett alles. Das ist ja hier eigentlich schon so halbwegs der Strand. Halbwegs, ne? Ja, das ist auf jeden Fall Strand. Aber das ist bestimmt nicht der richtige Strand, denn wir sollen bestimmt an den Strand, an dem Paguri damals sein Unwesen trieb. Habe ich recht oder liege ich da falsch? Denke, ich werde recht haben. Und entsprechend werde ich erstmal Bonbons töten. Ja, das ist in Ordnung. Das ist auch völlig vollkommen legitim und in Ordnung. Ja, das Ding tot und das hier auch. Ich weiß noch, als diese Dinger mich einfach mal ganz am Anfang des Let's Plays umgebracht haben, ohne jegliche Vorwarnung. War schön. War nicht schön, aber selten, sage ich mal. Ne? War in Ordnung. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieser Strand war, an dem Paguri sein Unwesen trieb, würde ich mich sehr freuen. Aber ich habe absolut keine Ahnung mehr. Um es mal ganz gepflegt auszudrücken. Nee, unter Wasser will ich nicht. Unter Wasser will ich diesmal nicht, glaube ich. Hoffe ich. Oder will ich unter Wasser? Weiß das jemand? Weiß es gar nicht. Aber ich glaube, der Unterwasserweg ist der falsche erstmal. Bohnenlandküste, Surferparadies. Das klingt doch nach etwas, wo wir hinwollen. Aber wir brauchen scheinbar erstmal größere Hämmer. Wo auch immer wir diese bekommen. Ich denke, wir müssen noch einmal zu unserem Freunden, den Schmieds. Aber das dann im nächsten Part. Ich denke, ich werde Vorbereitungen treffen. Und dann im nächsten Part sehen wir uns wahrscheinlich bei den Schmieden.
Aber für diesen Part sollte das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt ein Däumchen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye.